An diese kleine Box habe ich hohe Erwartungen. Schön, dass ihr da dabei seid beim neuen Video von mir. Heute geht es um Kopfhörer und zwar von Sony. Ich habe sie von Amazon Warehouse, darum ist nicht gleich ersichtlich, welche das eigentlich sind. Das sind nämlich die Sony WF-1000XM4. Namensgebung bei Sony, habe ich schon öfters gesagt, ist ein bisschen problematisch. Die Box war schon mal geöffnet, ansonsten ist alles drinnen. Ich habe riesengroße Erwartungen an diese Kopfhörer. 24 Stunden Akkulaufzeit, Wireless Charging, IPX4, Spritzwasser geschützt. Sind sie Noise Cancelling, soll der absolute Hammer sein. Eine Sache, die für die Verpackung echt beeindruckend ist, das Ganze ist ausschließlich Karton. Man kann das Ding einfach so nehmen und ins Altpapier schmeißen. Hier drinnen haben wir auch noch mehr Altpapier. Keine Sticker, sehr schade, ich bin irgendwie ein Freund von Stickern. Auf jeden Fall, hier drinnen haben wir ein USB-A-Kabel auf USB-C. Wenn die Kopfhörer haben eben Wireless Charging und USB-C. Wenn sie schon USB-C haben, warum USB-A? Okay, auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr spannende Entscheidung. Und hier oben drinnen haben wir noch die verschiedenen Aufsätze. Hier haben wir jetzt das Case selbst. Das ist eine LED, wie ich das verstanden habe. So ist es auch. Dann haben wir den Deckel, hier einmal USB-C. Ansonsten ist außen nichts dran. Also von der Größe her ist das Case in Ordnung. Nicht so groß, relativ dick würde ich sagen. Aber auch das ist verkraftbar. Aber was mir jetzt schon mal auffällt, dem Preis wird das Gehäuse nicht gerecht. Also es ist jetzt kein kratziger Kunststoff, aber das Ganze klingt doch einfach nicht sehr hochwertig. Auch dieses Schließen. Und hier drinnen haben wir kratzigen Kunststoff. Also draußen ist es zumindest noch ein bisschen Soft-Touch, aber hier drinnen, ah, das ist kratzig. Fühlt sich einfach generell nicht sehr hochwertig an. Dann nehmen wir mal die Kopfhörer raus. Also hier wird das einfach aufgeladen und magnetisch werden sie drinnen gehalten. Die fühlen sich auf jeden Fall deutlich, deutlich besser an als das Case. Also genau so eine Oberfläche hätte ich mir auch da draußen gewünscht. Schade, schade. Aber Gott sei Dank fühlen sich die Kopfhörer gut an. Ich habe mir die Kopfhörer jetzt einmal eingesetzt. Also auch in den Ohren. Das sind große Kopfhörer. Also ich meine, ich sehe es jetzt hier so. Ja, doch, man sieht sie sehr, sehr deutlich. Ich habe dabei nichts gehört. Gar nichts. Ich habe leider keine Möglichkeit, euch irgendwie dran teilnehmen zu lassen. Darum müsst ihr euch einfach auf mich verlassen. Auf jeden Fall, ich habe jetzt weder Active Noise Cancelling noch Umgebungsgeräusche eingeschalten. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal auf Pass-Through. Oh wow, das klingt gut. Active Noise Cancelling. Das hört man einfach fast nicht durch. Die Hände, ja, ich höre sie durch, weil ich weiß, dass da was ist. Aber wenn ich dazu rede, ja, das kann Sony, das weiß ich eh. Ich hatte auf die Over-Ear-Kopfhörer, also Active Noise Cancelling ist einfach ein Hammer. Da kann man nichts sagen. Also wenn man hier auch noch irgendwas hört, was ich jetzt gleich einmal machen werde. Ich bin jetzt zwar nur bei 50%, aber ja, da höre ich einfach gar nichts mehr. Also ja, meine Stimme höre ich. Gehen wir mal rauf auf 80% ungefähr. Ach, das Sound richtig. Druckvoller Bass, richtig Klarheit, ein schönes Echo. Es ist einfach fein. Jetzt sind wir schon bei 100%. Also, maximale Lautstärke ist nicht allzu hoch, aber alles ausgewogen. Mitten sind da, Höhen sind da, Bässe sind da. Nichts verzerrt, nichts übersteuert. Immer wieder faszinierend. Jetzt kommt gleich der Drop. Das sind gute Kopfhörer. Ja, es sind verdammt gute Kopfhörer. Wow. Wahnsinn. Hammer. Ich würde sagen, ich höre jetzt noch kurz ein bisschen in Spotify rein. Da kann ich jetzt hier auch nichts teilen mit euch, weil dann nämlich Copyright und es geht eh nicht so richtig. Ich melde mich gleich wieder. Genug Musik gehört. Ich könnte hier noch stundenlang sitzen und mit diesen Kopfhörern Musik hören. Bevor ich irgendwas dazu sage, hier noch kurz die App. Da drinnen kann man eben alles einstellen. Man sieht den Akkustatus, hier die verschiedenen Modi, also Geräuschunterdrückung, Umgebungsgeräusche oder komplett ausschalten. Man kann Speed to Chat einstellen. Das ist relativ cool. Hat auch bei meinen Over-Ear-Kopfhörern recht gut funktioniert. Also in dem Moment, wenn man redet,
dann schalten sie eben diese Umgebungsgeräusche ein von selber. Man muss nichts drücken und man kann sich unterhalten. Man kann einen Equalizer stecken, man kann die Ohrform prüfen. Es wird ein Software-Update gemacht, immer noch, was relativ lange dauert. Aber nichtsdestotrotz, man kann die Bluetooth-Verbindungsqualität einstellen. Also je nachdem, ob man plant, sich weit weg von den Kopfhörern zu bewegen, da gibt es eben diese stabile Verbindung, die einfach immer funktioniert, mit weniger Problemen. Oder Priorität auf Klangqualität. Soundqualität, muss man wirklich sagen, ist tip top bei diesen Kopfhörern. Das muss ich sein. Bei dem Preis muss Sound passen, aber bassmäßig. Richtig tiefer, satter, weicher Bass. Ich liebe diesen Bass. Einfach, wenn er wirklich runtergeht, nicht hart ist. Also für mich gibt es immer zwei Bässe. So einen harten Bass mit viel Druck oder so einen richtig tiefen, satten. Das ist dieser tiefe, satte, richtig fein. Mitten sind da. Klingt so banal. Ich habe vorher die Beats Studio Buds ausprobiert. Da sind die Mitten im Grunde genommen nicht vorhanden. Die Höhen, klar, verzehren nicht. Kein Echo, keine Störgeräusche, kein gar nichts. Ein Minuspunkt, sie sind nicht besonders laut, also muss man wirklich sagen. Plus die Größe, das ist halt bei solchen Kopfhörern schwierig. Also ich würde jetzt eigentlich sagen, ausprobieren, bevor man sie kauft. Das geht halt nicht immer. Könnte ein Problem sein. Also bei meinen kleinen Ohren ist es gerade so an der Grenze, dass sie noch gut reingehen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass bei manchen Ohrformen die Dinger nicht ganz so bequem sitzen. Wenn sie aber sitzen, Soundqualität, absoluter Hammer. Active Noise Cancelling, absoluter Hammer. Ach, irre. Das ist so verrückt, was hier an Active Noise Cancelling möglich ist. AirPods Pro sind nicht besser von Active Noise Cancelling. Hier wird noch einmal mehr rausgefiltert. Meine AirPods Max sind wahrscheinlich so ungefähr auf gleichem Niveau. Aber so eine Leistung von Active Noise Cancelling in so einem winzig kleinen Kopfhörer ist schon echt beeindruckend. Durch und durch gute Kopfhörer. Es gibt aber trotzdem Verbesserungspotenzial. Das Case muss hochwertiger werden. Es tut mir leid. Das fühlt sich einfach nicht angemessen an. Besonders der Deckel beim Aufmachen. Dieses Case muss besser werden. Wenn es irgendwie möglich sein sollte, ohne Qualitätsverlust beim Sound, die Kopfhörer kleiner machen. Vielleicht ist das was für die nächste Generation. Aber so jetzt würde ich Dinger trotzdem, wenn sie passen, blind, 100% blind weiterempfehlen. Und das Ganze nicht nur für Pop oder für normale Musik, sondern wirklich auch für klassische, instrumentale Sachen, für Stimmen. Ich habe auch kurz ein bisschen Klassik gehört. Das alles klingt echt verdammt gut. Das war's mit diesem Video. Falls es von euch irgendwelche Fragen geben sollte, dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.